Hi Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ein seltenes Bild. Man sieht meinen T2 Patinabus endlich mal wieder. Und das aus gutem Grund, denn nach langem gibt es für euch endlich ein Update zu meinem Motordrama. Es ist mittlerweile schon über ein Jahr her, da habe ich mir einen neuen Motor für meinen T2-Bus bauen lassen. Ich war dafür bei einem Motorenbauer und ihr habt das Video dazu vielleicht gesehen und ihr habt auch das Video danach gesehen, als es dann um den Motorschaden ging. Wir hatten nach 1000 Kilometern bereits einen Motorschaden auf dem Weg nach Hause von Hannover. War eine blöde Geschichte, aber kann ja passieren. Danach ging der Bus samt Motor wieder zurück zum damaligen Motorenbauer und dann ging das Drama eigentlich erst so richtig los, denn der Motorschaden ist das eine, aber wie dann mit mir umgegangen wurde und wie mit diesem Motorschaden umgegangen wurde, das ist ein anderes Thema. Dazu gab es ein eigenes Video, könnt ihr mal draufklicken. Heute geht es nämlich um den zweiten Teil dieses Motordramas, nachdem dann der erste Motorschaden nach großer Diskussion und viel Drama repariert wurde, vom selben Motorenbauer eben. Die Reparatur habe ich übrigens bezahlen dürfen, denn seiner Meinung nach war ich an dem Motorschaden schuld, für den Motor, den er gebaut hat. Anderes Thema, darum soll es gar nicht gehen. Heute geht es um den reparierten Motor. Ich habe erneut 1600 Euro für die Reparatur bezahlt, nachdem ich 3000 Euro für den ersten Motor bezahlt habe, der hochgegangen ist. Ja, 4600 Euro ärmer und was soll ich sagen? Ich habe erneut einen kaputten Motor und das ist echt belastend. Als ich meinen Bus nach Monaten endlich repariert zurückbekommen habe, bin ich genau eine Fahrt gefahren und das war zu tief im Wald hin und zurück. Das waren knapp 800 Kilometer dieses Mal. Beim ersten Mal waren es 1000 bis zum Motorschaden, also wir steigern uns. Nach den 800 Kilometern lief der Bus zwar nach wie vor, aber ich habe gemerkt, er läuft nicht wirklich geil. Und ich bin zwar kein Profi, aber auch ich merke, wenn Motor nicht so läuft, wie er sollte. Dann kam die Firma Buckwalder ins Spiel, die mir diesen Motor, der nach wie vor hier verbaut ist, vorbeigeschickt hat, damit ich mobil bleiben kann. Und mir gesagt hat, schick uns doch mal deinen reparierten Motor. Wir gucken uns den an. Einfach, dass du mit gutem Gewissen weiterfahren kannst. Der Motor wurde jetzt begutachtet. Und warum fahre ich immer noch den Ersatzmotor? Ich glaube, die 800 Kilometer haben diesen neuen reparierten Motor nicht wirklich gut getan. So, hier drin ist es wesentlich kuscheliger. Bevor wir jetzt aber anfangen und zusammen auf den begutachteten Motor schauen und ich euch ein Update gebe, wie es jetzt eigentlich darum steht, vielleicht noch eine kurze Info, warum es eigentlich wieder zu so einer Art Video jetzt kommen musste, denn um ehrlich zu sein, habe ich mir vor dem ersten Video über dieses Thema schon nichts mehr gewünscht, als einfach ein kleines Gespräch zu führen mit dem Motorenbauer damals und einfach eine Lösung zu finden. Das hat leider nicht funktioniert, daher gab es dann mein Video, wo ich euch einfach transparent berichtet habe, was ich erleben durfte, meine Erfahrung einfach euch mitgeteilt und das ist auch bei den meisten recht gut angekommen, beim Motorenbauer leider eher weniger. Es gab danach kein kleines Gespräch, sondern vielmehr böse Nachrichten und Drohungen. Bis hin zu, ich habe Strafanzeige gestellt gegen dich. Da frage ich mich, bin ich hier nicht die Person, die in der Position wäre, Strafanzeige zu stellen? Aber okay, jeder wie er meint. Ich warte bis heute auf den Brief, es kam nichts, aber es zeigt mir einfach erneut, wie wichtig es ist, einfach auch mal mitzuteilen, wenn was nicht so geil ist. Denn wenn man hier nur sagen darf, was geil ist und den Mund verboten bekommt, mit Strafanzeigen bedroht wird, wenn man mal sagt, was nicht geil gelaufen ist, dann bin ich der Meinung, mache ich hier absolut das Richtige und werde euch heute erneut super transparent und ohne große Emotionen, auch wenn es mir sehr schwer fällt, berichten, was hier genau abgelaufen ist und wie der aktuelle Stand ist. Und eigentlich wollte ich euch in diesem Video natürlich auch gerne die kaputten Motorenteile vom ersten Motorschaden zeigen. Wir erinnern uns an ein paar Fotos, die ich euch bereits zeigen konnte, von zum Beispiel einem Kolben mit einem riesen Loch drin. Das heißt, der Motor wurde einfach viel zu heiß. Er ist viel zu mager gelaufen und das Loch hat sich in den Kolben gebrannt. Dieser Meinung sind übrigens auch viele andere Motorenexperten, mit denen ich geredet habe, die sich diese Fotos angeschaut haben. Leider kann ich das natürlich nicht beweisen, da ich diese Teile nicht begutachten konnte. Die wurden mir nach wie vor nicht zugeschickt und ich denke, und das ist eine reine Vermutung meinerseits, auch bewusst mir vorenthalten. Denn jeder Gutachter, der sich den angeguckt hat in den Kolben, hätte wahrscheinlich meine Vermutung hier bestätigt. Das kann ich aber nur vermuten. Was ich aber schwarz auf weiß euch jetzt gleich berichten kann, ist die Qualität des reparierten Motors. Und was wir dort gefunden haben, das stärkt mich in der Annahme, dass der erste Motorschaden definitiv auch durch ein zu mageres Gemisch und einen daraus folgenden Hitzetod entstanden sein muss. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Wir schauen jetzt zusammen auf den Motor. Er wurde gebaut und nach dem Motorschaden repariert von Hack. Ja, das wurde bewusst zensiert, denn ihr wisst ja, ne? Strafanzeige und so. Viel Spaß. Das hier, das ist mein alter Motor, Freunde. In Kissen. Das wollt ihr nicht sehen, aber es ist jetzt, wie es ist. Aber was ich sehen will, ist diese Herrin hier. Freunde, das Andreas, Christopher,
Die Jungs haben mir hier wirklich die letzten Monate bereits, ne, fleißig zur Seite gestanden und diesen Motor begutachtet. Und wir bauen aktuell auch einen neuen Motor. Mehr dazu gleich. Schön, dass ihr hier seid. Und wir fangen an. Wir packen mal meine Geschenke aus, die ihr mitgebracht habt. Digga, irgendwie habe ich nicht so Bock. Ja, Freunde, wie ihr seht, sieht ein bisschen anders aus wie das letzte Mal. Da war er noch im Bus. Wir haben ihn ausgebaut, haben ihn komplett zugeschickt. Und ihr habt euch gedacht, der muss einmal komplett aufgemacht werden. Wie man sieht. So, wir ziehen das Ding mal auseinander. Was fällt dir auf, wenn du das Gehäuse so anguckst? Was sticht dir direkt ins Auge? Die grüne Farbe. Ja. Ja, erzählt mal, was habt ihr... Also ich bin absolut auf alles vorbereitet. Ich weiß nicht, was kommt, aber ich ahne, wenn ich mir die Kisten anschaue hier, nichts Gutes. Um es einfach zu halten. Diese Fläche hier ist von Volkswagen normalerweise so konzipiert, dass sie so hohe Fertigungsgüte hat, dass du da vielleicht mit dem Finger hauchdünn ein bisschen Dichtmasse drauf machst, um Kapillarwirkung irgendwie auszuschließen. Aber garantiert nicht so viel Dichtmasse, dass du hier zum Beispiel irgendwelche Ölkanäle verstopfst. Das ist nach wie vor das Gehäuse, welches beim ersten Motorschaden verwendet wurde. Ja. Das heißt, das Gehäuse wurde nicht ausgetauscht. Es wurde ja laut Aussagen des Motorenbauers von damals instand gesetzt. Genau. Sieht man davon was? Ja. Zeig mal. Oh, nee, muss mir gar nicht zeigen, nee. Digga. Ja. Ja, der hat Scheiße. Ja, der hat dir doch erzählt, dass da was abgerissen ist. Alter. So. Wie passiert sowas? Ja, das ist dein angeblich von Anfang gesagt wurde, das, was ist da durchgegangen? Der Pleuel anscheinend. Irgendwie soll das wohl... Das Pleuel soll ja abgerissen sein und... Nee, oder ein Ventil ist durchgegangen. Ventil das war die erste Aussage, dass das Ventil durchgegangen ist. Was eigentlich Quatsch ist, oder was? So einen Einschlag hast du nicht vom Ventil im Leben nicht. Hier, schaut euch das an. Heilige Scheiße. Das, muss man sagen, ist jetzt vom ersten Motorschaden noch geblieben. Wir haben ja, das können wir jetzt mal spoilern, auch der zweite Motor, beziehungsweise der reparierte Motor, ist Schrott. Mhm. Komplett. Das heißt, ich stehe wieder ohne Motor da aktuell. Egal, jetzt bin ich guter Dinge. Alle guten Dinge sind drei, aber bevor es zum dritten Motor geht, zusammen mit Backwelder, geht es jetzt nochmal hier um den zweiten, beziehungsweise reparierten ersten Motor vom vorherigen Motorenbauer. Einfach um hier ein bisschen Klarheit zu schaffen. Es kam ja recht lang nichts. Und das sind so Sachen, mit denen wurde ich jetzt die letzten Wochen konfrontiert, denn ihr habt mich natürlich immer fleißig auf dem Laufenden gehalten. Und ich war einfach der Meinung, wir müssen jetzt einmal kurz transparent zeigen, was hier eigentlich abging. Das Gehäuse wurde einfach wiederverwendet oder wurde da irgendwas gemacht, glaubt ihr, nach dem Schaden? Weil es wurde ja instand gesetzt anscheinend. Wenn du jetzt für dich privat was gebaut hättest, ist das nicht schön. Aber dann hättest du zumindest, ich weiß nicht, wie du das siehst, hier mit dem Fräser ganz kurz die Sachen weggenommen. Ja, genau. So. Und dann hättest du vielleicht auch irgendwelche Kanten gebrochen oder so, damit das nicht im Endeffekt irgendwo reißt oder sonst irgendwas. Weil letztendlich von außen ist ja wichtig. Aber sowas einzubauen und jemand das wiederzugeben, der dafür Geld bezahlt hat, das ist nicht cool. Ja. Was du sehen kannst, ist auf jeden Fall, dass mit dem Nockenwellentrieb hier auch was nicht gepasst hat. Der ist ja nun relativ kurz gelaufen. 1000 Kilometer. 1000 Kilometer bin ich mit dem Motor gefahren, muss man dazu sagen. Und du siehst ja hier schon Fressspuren auf dem Lager. Das wollt ihr natürlich nicht sehen nach 1000 Kilometern nach der Reparatur. Nockenwellenlager sind eigentlich relativ unanfällig. Aber wenn du hier mal genau guckst, siehst du auch, dass die Bohrung das auch durch dicht geschmiert ist. Da ist eine Schmierbohrung und hier hast du ja überall Ölbohrungen drin. Ja. Damit du hier quasi den Ölfilm aufbaust, in der die Nockenwelle läuft. Geht da aber nicht mehr, weil da ist halt das Loch zugeschmiert mit Matsche. Ach, das ist Dichtmasse? Ja. Das kann nicht schmieren. Alles, was grün ist, ist Dichtmasse. Da. Ja, belastend. Das heißt, Gehäuse ist eigentlich... Kannst du dir einen Tisch draus machen für die Garage. Also das kannst du machen, das sieht sicherlich auch gut aus. Kannst eine Lampe rausmachen oder so. Kannst auch sehen, hier, es soll ja gespindelt sein, das Gehäuse. Und diese Spuren, die hier so durchlaufen, sind auch Spuren von einer mechanischen Bearbeitung. Mhm. Aber du hast da, glaube ich, eine Leere reingehalten und 100% rund war das nicht. Nein, das war nicht bündig. Es war kein Übermaß, es ist auch Standard, aber die Standardleere, die kann ich hin und her schieben. Also es ist irgendwas dazwischen. Ja. Wenn du jetzt erstes Übermaß gespindelt hättest, die hat nicht reingepasst, die Leere. Nein. Und die Standardmaßleere, also es ist also quasi irgendwas zwischen ein Unikat. 0,25 und 0. So, aber okay, wir können uns darauf einigen, das Gehäuse ist durch den ersten Motorschaden so sehr beschädigt worden, dass es eigentlich nicht mehr hätte verwendet werden sollen. Plus
Ich betone, du hättest es privat verwenden können, aber ja, wenn du jemand das verkaufst... Aber wenn ich privaten Motor mache, dann passiert ja genau das Gleiche meistens. Deswegen war ich ja eigentlich bei einem Motor. Ja, und du hast halt dafür Geld bezahlt. Ja, so. Und nicht zu wenig mittlerweile. Wenn dir einer Geld dafür abgenommen hat, muss er dir was Ordentliches liefern. So, ja. Punkt. Und was du auch siehst, der war ja schon mal irgendwie zusammen, der Motor. Ja. Und anscheinend war keine Zeit, weil die alte Dichtmasse von vorher... Oh, ist auch noch überall dran. Und vor allen Dingen nicht nur an der Stelle. Dreh mal um. Was besonders interessant war, ist, wenn du hier einen Kolben draufschiebst oder einen Zylinder draufschiebst, dann kannst du doch theoretisch, ja, guck mal da, dann kannst du doch zumindest mal die alte Dichtmasse, wie es ist halt diese weiße, abmachen. Ja, das ist ja eigentlich auch mega wichtig, da kommt es ja auf den Das muss halt sauber sitzen. Ja. So, Punkt. Und geht nicht. Wie gesagt, am Gehäuse machst du, und das kann man den Leuten auch sagen, wenn die selber zu Hause was machen wollen, mit dem Finger dünn auftragen und das war's. Bloß nicht zu viel, weil du verstopfst halt ganz schnell irgendeinen Kanal. Ich zeig dir mal ein Highlight. Oh je. Wichtig ist ja vielleicht für dich auch, dass du Leuten erklärst, kannst du die Chance nutzen und Leuten jetzt erklären, worauf man achten muss. Das ist ja vielleicht nicht unwichtig. So, das ist die Ölpumpe. Mhm. Da haben wir auch die Dichtmasse dran gelassen. Also, Digga. Ja. Normalerweise packst du da eine Papierdichtung drunter und streichst die hauchdünn mit Dichtmasse ein und das war's. Einfach nur hauchdünn wegen der Kapillarwirkung, damit das nicht... Ja. Kapillarwirkung ist wie bei zwei Glasscheiben, die stellst du in Wasser rein und das Wasser zieht dazwischen, einfach weil es in dünne Dinger geht. So. Du hast hier das Zahnrad. Hier hast du Spuren vom Zahnrad. Sie muss quasi hier so dünn dicht sein, dass es eine hauchdünn, du kannst fast durchgucken, Papierdichtung. Damit du quasi hier zwischen dem Zahnrad und hier keinen Spalt hast, weil sonst... sucht sich das Öl ja den leichtesten Weg. Du kannst keinen Öldruck aufbauen. Und wenn du dann aber hier fast einen Millimeter Material drauf hast, wenn du so mal guckst, ja, dann kann es nicht funktionieren. Habt ihr den Öldruck gemessen, als er noch zusammengebaut war? Der war relativ niedrig im kalten Zustand, war dann mal knapp um 2,5 bar oder das so. Das kann sein, ich müsste mal nachgucken. Wir haben den Motor aber, da muss man fair sagen, auch nicht lange warm laufen lassen. Nee, haben wir nicht. So. Er lief im Stand, lief er recht schön eigentlich, ne? Aber alles andere war für den Arsch. So, und also wie gesagt, das ist das zu der Pumpe. Und noch so ein Thema, was viele Leute auch nicht beachten und ganz wichtig ist, viele Leute nehmen hier Muttern mit einer Unterlegscheibe oder eine Buntmutter. Also es gibt spezielle Dichtmuttern. Ist ein Nylonkranz dran, wenn du die ranschraubst hier, dann drückt sich die platt und dichtet diese Schraublöcher ab. Nichts mit Dichtmasse, machst du nicht. Also sie waren hier definitiv nicht drauf, wenn ich das jetzt mal raten müsste. Nee, da waren einfach normale Muttern drauf. Ne? Ja. Komisch, hätte ich jetzt nichts anderes erwartet. Apropos Buntmuttern. Wo waren die noch dran? Im Zylinderkopf. Am Kopf, der Kopf war mit Buntmuttern. Ja, genau, aus dem Baumarkt. Eigentlich ist Baumarkt so unser Ding. Erzählt mal, Freunde. Ich bin bereit, ich bin mental darauf vorbereitet. Das sieht teuer aus. Ist es das? Ja. Okay. Sag was. Kann ich das, ist das, also bevor wir weitermachen, ist es teuer? Ist es Schrott? Also, wenn ich will, aus Sicherheitsgründen würde ich einen neuen nehmen, weil wir nicht wissen, was da geschehen ist. War der neu? Der war neu. 1000 Kilometer. Alter, ich sehe das hier als Laie schon. Okay, erzähl mal, ich will es wissen. Ist einfach nur heiß gelaufen, ne? Heiß geworden? Ja. Zu mager oder warum? Zu mager. Der Motor war nicht eingestellt. Das ist eben das Ding beim ersten Motorschaden, der ja auf mich geschoben wurde, warum auch immer. Wir haben bis heute die Teile nicht. Das ist ja auch so ein Thema. Ja. Könnte man theoretisch schon bei mir noch zuschicken. Weiß ich nicht, gehören ja mir. Jetzt haben wir die Teile und jetzt sehen wir ja, was Phase ist. Also woran erkennt man das denn? An den Riefen hier oder wie? Ja, auch schon. Hier, dort, überall. Das ist jetzt kein Drama, das könnte man theoretisch wegpolieren oder so. Aber es zeigt halt, dass das Ding zu heiß war. Oh ja, hier sieht man es extrem gut. Hier siehst du schon ein bisschen diese legierte Farbe. Ein bisschen. Ja. Oder spiegelt das von deinem komischen So, Blut? Wenn du dir die Zähne mal anguckst hier, die sind halt auch schon ordentlich. Ach, das gehört nicht so? Nein. Ach. Nein, die gehört nicht so. Da geht genau die Nockenwelle. Was ganz wichtig ist, warum ich gesagt habe, wir zeigen dir das mal. Jedes Pleuel hat eine Markierung. Hier. Mhm, diese. Und die gehört immer nach oben. Die gehört immer nach oben. Wenn du jetzt den Motor zusammenbaust und du hast den so da liegen. So in dem Sinne? So im Motorraum, wenn der Motor drin liegt. Genau. So, dann so packst du dir die Pleuel hin. Ja, hier sieht man. Dann siehst du, da ist sie oben, da ist sie oben. Markierung. Keine Markierung. Keine Markierung. Genau. Unten die Markierung. So, und hier war sie auch unten. Das heißt, zwei von vier waren falsch rum verbaut. Genau. So, die gehören so, weil die nicht 100% zentrisch sind. Genau. Ach, das Pleuelauge ist etwas versetzt. Also du kannst jetzt hier nicht 100%ig eine Gerade durchziehen und hast das so, sondern das ist
konzentrisch angelegt. Und wenn du hier mal reinguckst in das Pleuelauge selber, dann siehst du, das ist ja Buntmetall, das ist in dem Moment Messing. Ja. Das war auch schon heiß. Das ist sehr heiß geworden. So, weil das, ne, da, gerade da, wo es trägt, das ist halt heiß gewesen. So, und das ist halt, sind halt augenscheinlich neue Pleuel. Ja, jetzt sind sie Schrott. Ja, man kann sie überarbeiten, aber es macht halt keinen Sinn, weil kostet halt das gleiche, fast das gleiche wie neu genau, nehmen. Genau. So, und ist halt schade drum, weil wäre halt schön. Ja, das ist doch scheiße. Also überleg mal, jemand zahlt da richtig viel Geld, so wie ich zum Beispiel. Und dann werden so das Kleinigkeiten falsch gemacht. Und was kostet sowas? So ein Set? Sind ja alles. Irgendwas bei 280 Euro rum. Futsch. Ja, so. Und Kurbelwelle, wie gesagt, war ja auch neu. Ja. Ne? Und sieht man auch extrem hier schon. Und überleg mal, das sind jetzt, also das sollte eigentlich nach 1000 Kilometern sollte man hier noch keinen Verschleiß sehen. Nein, absolut nicht. Ja. Und ich bin zu tief im Wald und zurückgefahren. That's it. Mehr ist dieser Bus nicht gefahren. Und diese 1000 Kilometer haben eigentlich dafür geführt, dass jetzt die Innereien so, das Gehäuse wäre ja eher im Arsch gewesen, aber die Innereien sind durch diese 1000 Kilometer eigentlich schon wieder im Arsch gegangen. Ja. Das war ein teures Treffen. Tief im Wald. Ich behalte die Teile natürlich. Ja, und vielleicht kann man ja was. Ich bin ja kein Fan von wegwerfen. Ich muss ja auch nicht, aber das kann man ja vielleicht nochmal zusammen irgendwie klar machen und ist auch gut. Aber ich bin ehrlich, beim Bus, ich würde jetzt gerne einfach einmal was Ordentliches haben. Denn wir haben ja noch, was haben wir noch? Die Vergaser war noch eine Geschichte. Das hat mir erzählt. Was haben wir denn noch? Die Kolben und Zylinder sind unheimlich wichtig. Die schauen wir uns jetzt mal an. Ja. So, das sind Zylinder und Kolben drin. Richtig. Die ebenfalls neu kamen bei der Reparatur des ersten Motorschadens, die ich quasi doppelt bezahlt habe. Genau. Dreifach Ding nach jetzt. Das war ja, ich erinnere mich an ein Foto von einem Loch in einem Kolben. Ja, was er dir geschickt hat. Das hat er mir beim ersten Motorschaden geschickt. Und dieses Foto ist ja ein bisschen rumgegangen, auch in Social Media. Und super viele Leute haben mir geschrieben, das kann nicht davon kommen, dass irgendein Ventil aus einem Kopf fällt. Das Ding ist einfach reingebrannt. Der wurde viel zu heiß. Das ist ein Hitzetod. Ja. Und das wurde ja immer abgestritten seitens des alten Motorenbauers. Und jetzt haben wir hier nochmal einen neuen Satz verbaut dann, den ich bezahlt habe logischerweise. Das war ja meine Schuld, der Motorschaden anscheinend. Dieser Satz Kolben und Zylinder hat nach 1000 Kilometern schon nicht schlecht gelitten. Siehst du die Kante, wie die so ein bisschen weggebrannt ist? Ja. Ist halt die wenigste Oberfläche. Die Kante hat ja, da kann es am heißesten werden jetzt. Dadurch, weil hier verteilt sich das schön und hier an der Kante ist halt wenig Oberfläche. Mhm. So, und wenn das heiß wird, brennt sowas als erstes weg. Was aber augenscheinlich hier. Ja, ich wollte nur jetzt nur sagen, hier von diese Kante nach 1000 Kilometern darf sowas gar nicht sein. Das ist auch, dass der Motor auch wieder falsch eingestellt war oder gar nicht. Habt ihr CO gemessen? Ja. Was ist denn dabei rausgekommen? Ja, 0,46, 0,6. Hast du schon fast, bist schon fast bei einem aktuellen Fahrzeug mit diesen Abgaswerten. Ich hätte quasi in die Innenstadt fahren dürfen, ohne H-Zulassung. Ja. Geil. Ja. Was sollt ihr denn eigentlich haben? Wir hatten 0,4, 0,6. Du stellst dich normalerweise erstmal, wenn du einlaufen soll, etwas fetter. Auf jeden Fall darf der immer gut zwischen 2,5, das ist schon mager, bis 3,5. Alter. Also im Idealfall, wenn der Motor eingelaufen ist, 3. Du hast hier einen Motor, der ist luftgekühlt. Ja. Das heißt, ganz wichtig ist zum einen, diese Kühlrippen übertragen die Hitze. Da ist kein Wasser drumherum, das irgendwas dauerhaft kühlt und irgendwo hingeht und so. Und das ist letztendlich so, dass dieses Material eine ganz bestimmte Menge an Hitze ab kann. Wenn du hier oben mal so guckst, in diesem Bereich, das ist ja der Teil, der im Kopf sitzt, siehst du, dass der schon angelaufen ist. Ach, der müsste eigentlich so sein. Ach, so, von der Farbe du, quasi. Und das kennst du von zu Hause, wenn du jetzt irgendwas heiß machst oder so, dann wird es erst in dieser Farbe und dann wird es irgendwann blau. Ja. Blau haben wir auch schon gesehen. So. Ja, wäre ich dann nochmal 1000 Kilometer gefahren, vielleicht wäre er blau geworden. So, ja, aber letztendlich, und wenn du dann, das ist definitiv ein Indiz dafür, dass das Ding zu heiß war. Weil das darf echt nicht passieren. Und wenn du jetzt in die Laufbuchse reinguckst, die du da hast, auf dem Tisch, diese hier, dann kannst du sehen, dass da zwar noch der Kreuz... Man sieht noch den Schliff, ja. Ja, aber du kannst auch, wenn du mal genau hinguckst, schon die ersten Fresser sehen, wo du in der Längsrichtung Schrammen hast. Ja, also wenn du die Linien so siehst, die gehören nicht. Nein. Ja, nein. Da sehe ich aber einige. Was den zu mageren Lauf angeht, das hängt ja zusammen mit der Vergaseranlage, die drauf war. Wir hatten ja eine Zwei-Vergaseranlage. Ja, und da kannst du ja fairnesshalber sagen, die hast du ja mit. Das war meine. Also das war ja meine alte in Anführungszeichen Vergaseranlage. Wie nennt man den Vergaser? Das hier ist der. Und der wurde ja wieder verbaut. Beide, ne? Beide. Und beide verbaut. Ja. So, das heißt, die Dinger sind halt scheiße.
Da kann der Mann, der den Motor zusammengebaut hat, nichts dafür. Was er aber hätte machen können, ist sie ausprobieren. Ja, oder mir sagen, dass sie scheiße sind. Genau. Ich meine, wir sind ja jetzt auch in einem Kunden-Verkäufer-Verhältnis seit einigen Monaten. Ihr baut mir ja aktuell einen neuen Motor. Genau. Gibt es ein eigenes Video zu. Wenn ich dir jetzt diese Dinger liefere, dann gehe ich ja davon aus, dass du sagst, hey, ich baue dir den Motor, aber die Vergaser, die schneide ich dir da nicht drauf. Weil am Ende, wenn der Motor deswegen hochgeht, hat ja keiner was davon. Nein, du musst dem Kunden das halt einfach zeigen. Du musst sagen, pass mal auf, wenn willst du wissen, entweder glaubst du mir, dass sie scheiße sind, oder aber ich erkläre dir, warum sie scheiße sind. Und dann fange ich an und zeige dir zum Beispiel, dass hier die Drosselklappen ausgeschlagen sind. Das ist eh ein allgemeines Problem von diesen Carbonvergasern. So, und so weiter und so fort. Und dann kann man entweder Geld in die Hand nehmen und sagen, ich mache sie fertig, oder ich stecke ein paar andere drauf. Die Möglichkeiten gibt es. Aber wenn ich einen Motor zusammenbaue, dann muss er funktionieren. Deswegen ist ja auch meine Sache, ich weiß nicht, wie weit ihr das verfolgt habt, aber meine Geschichte mit luftgekühlten Motoren ist ja eh nicht die einfachste. Wir haben viel selbst versucht, denn ich hatte viel Ärger, viele Motorschäden und dachte, hey, ich nehme jetzt einmal Geld in die Hand und lass es machen. Und wenn ich natürlich ein paar schicke Vergaser habe, dann nehme ich die mit. Ja, man will ja sparen, wenn es geht. Aber wenn mir der Motorenbauer dann nicht sagt, dass es mit den Vergasern nicht funktioniert und die einfach verwendet, gehe ich davon aus, ein Profi hat das Ding gebaut, ich habe in Zukunft Ruhe. Ich habe ja auch echt ein paar Scheine da liegen lassen. Mittlerweile ein bisschen zu viel, wenn ich mir das anschaue. Die Sache ist, um herauszufinden, dass diese Vergaser gar nicht gut sind oder nicht einzustellen sind, hätte man sie ja auch einstellen müssen. Und das ist ja anscheinend nicht passiert. Also spätestens in dem Moment hast du es gemerkt. Ja, aber da an diesen Vergasern nie irgendwas rumgeschraubt wurde, sondern die einfach nur draufgesteckt wurden. Ja, vor allem, da sind diese Gummidichtung zum Beispiel. Kork. Ja, das, oder Kork, ja, genau. Und die Luftfilter, Luftfilter war doch auch... Ja, die waren locker. Ja. So, das heißt, die hättest du auch in die Tonne hauen können, die Filter, ja. Weil... Nein, so sind da kommen die ja jetzt auch hin. Also der neue Motor bekommt diese Vergasanlage nicht mehr. Kannst du eine Stehlampe draus machen aus dem? Jetzt haben wir schon einen Tisch und eine Stehlampe. Ey, die ganze Einrichtung meiner Alles Wohnung entsteht genau, aus einem genau. alten Motor. Perfekt. Long story short, ich habe einen Motor bauen lassen, der kaputt gegangen ist, auch so nach knapp 1.500 Kilometern. Habe dann eine Reparatur mit vielen Neuteilen, die ich hier in der Hand halte, erneut gezahlt. Und das Zeug ist schon wieder Schrott. Das heißt, es wird ein drittes Mal Geld in die Hand genommen, aber dieses Mal mit den richtigen Leuten. Und deswegen dürft ihr gespannt bleiben, was in Zukunft noch mit den netten Herren von Bugwelder hier noch passieren wird. Generell sei zu sagen, wir wollten hier oder wollen hier nach wie vor niemanden irgendwie in den Pranger stellen, aber es wurde viel diskutiert, es wurde viel geredet und ich wollte es einfach offiziell machen. Wir haben hier Profis an den Motor gelassen. Ich habe auf meine Kosten hier das Ding nochmal komplett begutachten lassen. Werde auf meine Kosten wahrscheinlich auch einen neuen Motor bauen müssen, denn ich gehe nicht davon aus, dass ich jemals einen Cent sehen werde. Dafür ist die Einsicht in den letzten Monaten zu gering gewesen. Mir war einfach die Transparenz wichtig und ich hoffe, die ist hier mitgegeben worden. Am Ende fahren wir alle im Sommer einen schönen Bus. Vielleicht komme ich mal vorbei bei euch. Wo sitzt ihr denn? Also Nordsee, da, wo andere Leute Urlaub machen. Ja, das sagt doch jeder. Am Bodensee machen auch Leute Urlaub. Könnt ihr mal vorbeikommen. Bei ja. uns haben 3 Millionen Übernachtungen im Sommer. Ich google mal. 20 Quadratmeter, Kilometer Strand. Sandstrand. Wie viele Millionen im Sommer? 3,5 Millionen Gäste bei 45.000 Einwohnern. Ja, habt ihr gewonnen, ist okay. Am Ende sehen wir mal weiter im Sommer. Vielleicht mache ich mich auf einen kleinen Roadtrip. Aktuell habe ich ja noch euren Ersatzmotor in meinem Bus. Dem würde ich auch zutrauen, zu euch hochzuballern, um dann dort den Motor vielleicht, den neuen Motor, meinen Motor dann gerne einzubauen. Da könnte man nämlich idealerweise, das wäre Premiere, auch mal einstellen noch, bevor ich wieder heimfahre. Das wäre mal was. Ich hätte Bock drauf. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen ein Bild bekommen, wie es hier aussieht. Fragen, viele haben gefragt. Jetzt habt ihr die Antwort. Ich halte euch auf dem Laufenden. Jetzt ist erstmal Winter. Im Sommer wird es wieder spannend. Da will ich Bus fahren. Und bis dahin, bleibt ihr gesund. Schaltet nächstes Mal wieder ein. Und ciao. We came to shine here. Watch it look daytime in the night. We bring the vibes here.